Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Empires of the Undergrowth. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe mir jetzt über Nacht allerdings überlegt, dass wir doch deutlich zu viele von den normalen Arbeiterinnen haben, so dass ich diesen Teil hier, diese Kammer, löschen werde und stattdessen für zukünftige Herausforderungen mehr Soldatinnen produzieren werde. Denn wir haben mehr als genug von den normalen Arbeiterinnen jetzt gerade. Und wir haben draußen so viel Nahrung rumliegen, also können wir hier wirklich mal ein bisschen Soldatinnen erstellen, um die Nahrung auch tatsächlich zu verwerten. So, wir ziehen jetzt hier die einzelnen Arbeiterinnen mit den Soldaten in eine Gruppe erstmal und lassen die hier alle Körner aufheben. So dass wir hier auch unser Nahrungslager wieder füllen können. Und in der Zwischenzeit produzieren wir weiterhin Soldatinnen. Dann haben wir zwei, hoffentlich dann zwei gleich starke Gruppen von Soldatinnen. Na komm, sammelt schön. Einen leichten Vorrat lassen wir aber trotzdem da. So, die hier werden wir aber noch nicht upgraden dann alle, sondern die bleiben erstmal in der Stufe 1. Dann haben wir zwar in der Gruppe hier später 24 Soldatinnen im Gegensatz zu den 15 in der anderen Gruppe. Dafür sind diese hier aber alle nicht ausgebildet, während die 15 schon auf Stufe 3 sind, wenn ich mich nicht recht... beziehungsweise Stufe 2, ja. Genau. So. Genau, und dann lassen wir 14 hier insgesamt normal in der... für die Brutpflege. Werden auch die Eier gerade alle gelegt. 24, 24, das ist sehr gut. So, dann teilen wir die in zwei Grüppchen auf. So. Nahrungslager ist im Moment auch super gefüllt. So, und dann würde ich sagen, beginnen wir unsere nächste Herausforderung. Und zwar die erste Formikariums-Herausforderung, um hier quasi den nächsten Levelbereich freizuschalten. Teste die Stärke deiner Formikariumskolonie. Wird sie alles überleben, was die Wissenschaftler geplant haben? Die schaltet die nächsten Missionen frei. Also da kann man schon mal ein bisschen spoilern. Die Wissenschaftler oder beziehungsweise einer der beiden Wissenschaftler ist ein richtiger Psychopath. Das werden wir feststellen. So, wir beginnen. I think it is time we connected the outworld to the feeder colonies. I want to see how these eruptors respond under pressure. I will prepare the experiment. Let's begin with a small threat. Connecting the Fusca colony now. I will let 10 through to start with. Okay. Also wir werden mit der Außenwelt verbunden über diese Röhrchen, so dass die Wissenschaftler uns hier quasi Feinde reinwerfen, um die Stärke unserer Kolonie zu testen. Na, wo lauft ihr denn hin? So, das war kein Problem. The Eruptors identified the threat and responded very quickly. Excellent. Let's see how they handle a few more, shall we? Introducing 20 Formica Fusca Ants. Wir updaten hier doch mal ein bisschen. Da ein bisschen stärkere haben. Ich meine mich zu entsinnen, dass hier relativ viel kommt. Okay. Und die hier können nämlich dann quasi im Schutze der Soldatinnen Nahrung einsammeln.
Our raptors have neutralized the threat to their queen. Good. Continue the experiment and let me know the results. Ah, da haben wir auch den ersten Stufe 3er. Don't add more than 30 ants at once, though. We don't want to harm the queen. Understood. Okay, die Frau möchte nicht mehr als 30 Ameisen. To a rival raptor colony. Introducing 40 rival raptor ants. Ja, und der Mann beginnt direkt mit 40. Ich glaube, wir haben unseren Verrückten gefunden. Und hier ist die Stufe 3 Ameise. Schon ein richtiger Brocken. Und hier hinten sammeln unsere Arbeiterinnen ganz fleißig. Die haben gleich alles weggesammelt. Während wir hier gewonnen haben. Introducing a further 50 rival raptor ants. Okay, 50. Und auch den 50 kommen wir wieder entgegen. So, kümmert ihr euch mal weiter um die Brut. Die brauche ich nämlich hier als Soldatinnen überhaupt nicht draußen. Da sammelt noch das eine Körnchen ein. Okay, und auch die sind besiegt. Fascinating. So, und jetzt zieht euch mal zurück. Now let's try 60 Raptor Ants. Ja, übertreiben wir mal gar nicht. 60 Stück. Alter. Okay. Also wir haben vor allen Dingen am Anfang immer kurz den Vorteil, wenn unsere gesamte Masse dann so auf die Vorhut trifft, dann sind die relativ schnell tot. Aber hier beißt sich das dann doch ein bisschen fest. Und da sind sie platt. A superb response. You're doing admirably, my raptors. Perhaps a small reward. Look to the surface. Okay, wir haben eine kleine Belohnung bekommen hier. Schicken wir mal ganz schnell unsere Arbeiterinnen los, um die Belohnung einzusammeln. Beeilt euch. What about a combination of a raptor and a Fusca? Let's start with 20 of each. Okay, jetzt schickt er von zwei Seiten jeweils 20. Ah, und unsere Arbeiterinnen werden natürlich hier unten angegriffen. Schicken wir die mal zurück ins Nest. Oh je, hier oben sieht's nicht gut aus. Sind eingedrungen. Jetzt werden sie aber von vorne und hinten gleichzeitig angegriffen. An unconventional defense, yet highly effective. So, sammeln wir uns wieder wie gewohnt draußen erstmal. It's interesting to see the colony fight on two fronts. Perhaps we should try 30 of each. 30 jeweils. Wir machen es jetzt anders. Wir ziehen unsere Truppen hier ins Innere zurück. Denn da können wir uns einfach besser verteidigen. Und zwar mit beiden Armeen gleichzeitig. Und wir verstärken die noch mit ein paar Arbeiterinnen. Denn das ist wirklich eine ungeheure Masse, die da gerade reinkommt. Und der Nachschub soll sich erstmal hier sammeln. Denn wir haben da oben auf jeden Fall Verluste. Magnificent. Once again, our raptors triumph. Okay. Sammeln wir so schnell es geht Nahrung ein. Gather them quickly. Denn wir brauchen die, denn mit jedem Toten müssen neue Eier gelegt werden. So, und dann zieht euch sofort wieder zurück.
So, Nahrung ist erfolgreich aufgenommen worden. Boah, hier kommt man doch ein bisschen in Schwitzen gerade. Ich hoffe, die Nahrungsvorräte... Ja, sehr schön. Die füllen sich doch gut. The colony's ability to withstand such overwhelming assaults is incredible. I wonder, how will they handle a sustained flow of aggressors? Ach du Heiliger. Ja, ein andauernder Fluss an Gegnern kommt jetzt. Okay, dadurch, dass sie jetzt gerade so einzeln reinkommen, ist das ganz gut, denen zu widerstehen. Aber auch hier machen wir schon mal so, jegliche Verluste sollen sich erstmal hier neu sammeln. Und der hat hier sogar diese Viecher mit reingeworfen. Oh Gott. The Devil's Coach Horse. Sogar große davon. Nein. Oh mein Gott, ey. Whoops. I seem to have dropped my beetles. Oh, I hope they don't harm the little ants. Oh, das ist einer von den ganz großen. Da hören wir direkt auch das Klacken, weil hier ein neuer Nachschub geboren wird. Und da kommt noch ein großer und noch ein großer. Ja, komm, wir müssen unseren Nachbringen. Perhaps that's enough for now. Ja, das ist genug für jetzt. Oh mein Gott. Ne, wir müssen uns sammeln. Wir sehen hier oben auch unser Nahrungsvorrat. Die neigt sich dem Ende zu wieder. Und wir brauchen eine starke Welle nochmal, mit der wir dann kämpfen können. Deswegen sammeln wir erstmal. Ja, jetzt müssen wir rein. Okay, los geht's. Komm schon. Das sind die letzten. Los, los, los. Und? Ja. Oh Gott, ey. Has the colony been responding? They mounted an excellent defense against 20, 25, and even 30 Fuska ants, as you suggested. Perfect. Perhaps we can provide more of a challenge for them next time. What a fantastic suggestion. Oh, der Typ geht mir jetzt schon richtig auf den Sack. Hat er die Frau auch noch angelogen und sagt, da, er hat es natürlich mit so wenigen 20, 25, 30 gemacht. Und in Wirklichkeit hat er uns hier Höllenqualen bereitet. Oh mein Gott. So, wir nehmen jetzt erstmal hier mehr Territorium, damit wir größer ausbauen können. Boah. So, wir bauen mal hier unsere... Let's see how the colony grows over the next few days. Now that they have experienced battle, I expect to see a significant rise in the number of soldiers. Mehr Nahrungsvorräte, die wir dann einlagern können. Und wir brauchen auf jeden Fall Soldatenkammern. Also das hier können wir jetzt freiräumen. Und wir können auch hier unten die Arbeiterinnenkammern miteinander verbinden. Damit die alle zusammengehören. So, also füllen wir hier erstmal mit Arbeiterinnen auf. Okay,
in der Zwischenzeit, wir müssen Nahrung sammeln. Der Wahnsinn, ne? Wie viele da jetzt am Ende kamen. So, jetzt haben wir hier einen großen Block mit 38 Arbeiterinnen. Und die reichen auch für das komplette Spiel. Also mehr brauchen wir wirklich von den Arbeiterinnen jetzt nicht mehr. Die können wir halt immer nur dann für solche Sachen gut nutzen. Vor allen Dingen im Kampf dann eben, ne? Dann kann man die ganz gut mal losschicken im Schutze der Soldaten, damit die schnell viel Nahrung eintragen können. Und dann können wir hier in der Zwischenzeit an unseren Soldatinnen arbeiten. Und mal gucken, ob wir was Neues erforschen können. Ah, 150 Gelee Royal für die Waldameisen. Mhm. Okay. Ach, da war sogar mehr, ne? Genau, ja. Mörser und Schnellfeuer. Das sind die, die können mit Ameisensäure schießen. Sind natürlich vor allen Dingen für die großen Gegner von Vorteil. Und ich würde sagen, wir heben direkt eine neue Kammer auch aus. Hier. Beginnen wir mal mit so einer kleinen, die wir dann noch jeweils erweitern können. Aber die erweitern wir auch direkt schon mal. Und auch die... Ah, Moment, das kann auch noch weg. Und auch die ist erstmal für unsere Soldatinnen gedacht. Denn wir haben ja gerade wirklich gesehen, dass wir die dringend brauchen. Hätten wir da schon direkt mehr gehabt, hätten wir gar nicht erst Probleme bekommen. Nahrungslager sind schon wieder voll. Dann arbeiten wir mit Upgrades. Und zwar ist es ja doch sinnvoll, dafür zu sorgen, dass unsere Soldatinnen schön stark sind. Und wir die alle schön auf Stufe 3 haben. Umso wehrhafter ist natürlich die Kolonie. So, dann haben wir hier den gesamten Block. Fast vollständig, bis auf die eine hier unten, aber die werden wir auch nie bekommen, weil sie eben keine Nachbarn hat, außer hier die beiden, haben wir alles auf Stufe 3. Das heißt, das ist ein unglaublich starker Block. Hier, alle, die hier drin sind, die können wir uns auch nochmal angucken, bevor jetzt die Aufnahme endet. Schauen wir uns mal explizit unsere Stufe 3 Soldatinnen an. Da kommen sie. Ja, die sind schon ziemlich groß, aber es gibt noch viel, viel größere Ameisen, die wir auch spielen können. Eine von denen müsste ja eine kleinere sein. Schauen wir mal, ob wir den Unterschied auch sofort erkennen. Da haben wir eine Zweier. Ja, man sieht es doch deutlich. Also die ist Stufe 2 hier und da haben wir direkt im Vergleich eine Dreier. Und wenn wir jetzt eine Einser da im Vergleich hätten... Das sind die hier, die sind halt nochmal ein ganzes Stückchen kleiner. Also, man merkt den Unterschied auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es gibt noch richtige Brocken, die wir hier auch zu spielen bekommen. Und dann sorge ich noch dafür, dass wir vernünftig in die nächste Runde starten können.
Ich sammle die hier und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!